Hallo zusammen und willkommen zu Replaycast 534. Wir haben Match Nummer 2. Einmal hier mit dem roten Protoss, das ist Hastem. Gegen den blauen Zerg, das ist Lambo. Wir sind auf der nächsten Map, also ein bisschen brief. Die Unterwasserkarte. Ja, wir haben hier Hastem, der mit 1:0 führt. Und gleichzeitig hier auch willkommen aus meinem neuen Aufnahmeort. Mein Umzug ist durch und ich muss mir jetzt hier an die neue Umgebung ein bisschen gewöhnen. Gerade noch ein bisschen arg viel Hall im Raum, muss ich selber sagen. Mal gucken, ob ich das noch beheben kann. Ja, wir haben hier einmal den Probe Scout von Hastem gemütlich um das Spring Guys hier rum. Währenddessen von Lambussen wieder mal die Overlords auf dem Weg. Standardprozedur für dieses Matchup. Hastem spielt hier die Gateway Expansion. Währenddessen bei Lambo gab es hier die Hedge First. Dann mit Gas und dann auch Pool. Heißt, beide Spieler eröffnen in Richtung Makrogame. Keine richtig frühe Aggression. Kein Cheese hier. Und Hastem ja scoutet gleich mal weiter. Und will natürlich wissen, wann kommt die dritte Basis vom Zerg. Denn Lambo möchte höchstwahrscheinlich diese Basis nehmen. Einfach um kompakt seine eigenen drei Basen hier dann zu haben. Die Basis wäre natürlich auch noch möglich, aber ist für den Zerg sehr, sehr unangenehm, einfach weil die ganze Fläche hier außenrum sehr schwer zu bewachen ist und einfach generell unter Gefahr steht. Ansonsten, die Basis hier ist viel zu weit weg, als dass sich das rentieren würde, wobei die auch sehr, sehr weit offen ist, also auch hier ist das Expandieren nicht ganz so einfach. Der Hastem hingegen macht fröhlich seine Standard-BO. Zweimal Gas, den Core mit dazu, die Wall wird hier so langsam gebaut. Natürlich hat man das Protoss hier noch ein bisschen die Sorge, dass es eben den zweiten Weg, man möchte zum einen mal natürlich die Rampe zumachen und zum anderen den Seitenweg natürlich auch irgendwie unter Kontrolle haben. Aber Mothership Core und Erst Adapt sind hier auf dem Weg. Währenddessen Lambo hat noch keine dritte Basis angesetzt, stattdessen hier erstmal zwei Queens und das Speed Upgrade sowie die ersten paar Linge einfach um diese Probe zu vertreiben. Und die hat jetzt hier auch kein leichtes Leben mehr, muss hier den Rückzug antreten. Sollte da auch ein ganzes Stück weit kommen. Die Karte Abyssal Reef ist nicht übermäßig groß, also man kommt auch relativ schnell über die Karte. Und bis Speed durch ist, dauert es noch eine Weile und ja, Lambo zieht auch seine Linie hier ab, belagert die Drone nicht länger, die Probe nicht länger. Und jetzt kommt einmal die Counter-Aggression mit dem ersten Adept, wobei die dritte hier bereits gesetzt ist. Die hält zu viel aus, als dass ein Adept die hier canceln könnte. Queen steht hier auch parat, die möchte hier, wie es aussieht, einfach nur bewachen. Könnte natürlich auch einen Creep-Tumor geben. Bei Creep Tumore gegen frühen Adapten gar nicht so einfach sind und Hastem tatsächlich mit der Probe setzt doch noch einen Pylon. Möchte also wirklich hier die Hatchery in Bedrängnis bringen. Mothership Core kommt mit dazu und dann mit den DPS vom Pylon Overcharge kann das doch noch mal ein bisschen gefährlicher werden. Aber natürlich Hastem geht damit auch ein großes Risiko hin, denn der Mothership Core ist eigentlich seine Early Game Defense. Und wenn dann ein Konterangriff von Lambo kommt, hat Hastem Probleme da heim zu defenden, einfach weil ihm die Energie fehlt im Mothership Core. Aber ja, momentan hier DPS ordentlich rausgehaut, Hatchery verliert mehr und mehr Hitpoints, ist unter 300, hält natürlich immer noch ein bisschen hoch, weil sie sich gerade auf dem Bau befindet. Nächster Overcharge wird hier gezündet und Lambo cancelt hier die Hatch. Brown hier wird auch noch erschlagen vom Schuss des Mothership Core. Damit Erfolg hier für Hastem, hat natürlich dafür einen Pylon hier hingesetzt, der wird auf kurze lang doch gecancelt werden und Lambo wird dazu gezwungen, seine Hatch umzusetzen auf den Lowground. Nicht sehr schön hier für einen Zerg. Und Lambo hier mit einem kleinen Sieg bereits am Anfang. Und mit der Mothership Core kehrt jetzt hier gemächlich nach Hause zurück. Aber eben in dieser Zeit zwei weniger Pylon Overcharge. Kommt jetzt hier darauf an, ob Lambo tatsächlich nochmal selber ein bisschen Druck macht. Er baut gerade ein paar Linge, aber nicht wirklich übermäßig viel. Wir sind ja auf 12 Lingen momentan. Speed Upgrade ist durch. Es kommt momentan eine Evolution Chamber. Und ein Bending Nest steht hier auch schon. Sling Bane Aggression wäre möglich, zumindest ein klein wenig. Zumindest die dritte sollte hier ein bisschen unter Druck setzen, aber es sind inzwischen auch einige Adepten da. Heißt, Lambo für ihn ist es keine einfache Position momentan. Sein Work-Account sieht auch überhaupt nicht überragend aus. Morpht jetzt hier gerade Baninge gegen die Adepten. Es kommt das Resonating Glaives Upgrade, heißt, es gibt hier noch ein ganzes Stück Adept Pressure. Momentan fehlt hier allerdings dem Protoss der Warp-In-Punkt. Das sind also nur die Adepts momentan, das war nicht so schnell mehr. Die shaden jetzt hier einmal hoch und da ist die Gefährdung von den Banningern. Möchte hier Hastem tatsächlich committen? Nein, er cancelt hier. Hat mal kurz nochmal auf die dritte geschossen. Die ist jetzt hier fertig und läuft jetzt wieder nach Hause zurück. Währenddessen gab es einen Konterangriff von Lambo an der dritten von Hastem. Allerdings da nicht wirklich groß Damage gemacht mit dem Adepten und dem Mothership Core.
sind es einfach zu wenig Linge hier gewesen, um groß was anzurichten. Währenddessen jagen hier die Sentries einen Overlord. Ja, hast du hier momentan zwei Basen, dritte Basis auf dem Weg. Und die dritte Basis kommt hier auch sehr wahrscheinlich durch, ohne größere Probleme. Heißt, gute Position hier für den Protoss, und Lambo muss sich jetzt hier was einfallen lassen, wie er dieses Spiel wieder ein bisschen in seine Richtung schiebt. Er kann jetzt hier endlich dronen, hat seine dritte Basis, heißt die Production vom Circle wird besser. Er hat hier 4 Queens, heißt auch Creepsblatt hier entwickelt sich auch nach und nach. Aber dennoch, seine Economy ist bei weitem nicht an diesem Punkt angekommen, wo er sie gerne hätte. Er braucht dafür wesentlich länger, und jetzt ist hier bereits der nächste Punkt auf dem Weg, und zwar in War Prison von der Seite von Hastem mit 4 Adepts geladen, aber wird hier gescoutet. Overlords haben das ziemlich gut im Blick. Heißt, da sollte Elaser eigentlich... Elaser? Komme ich auf Elaser? Ja. Lambo sollte hier eigentlich alles rechtzeitig an Defense zur Verfügung haben, und das ist hier auch der Fall. Und War Prison idelt hier gerade fröhlich in der Gegend rum, aber eben Lambo hat nichts, um das Ding hier einfach so aus dem Himmel zu holen, außer seine Queens. Und die Queens kommen da einfach nicht rechtzeitig hin. War Prison driftet ab, möchte in die Mainbase, und Mainbase ist momentan die Verteidigung gar nicht so gut. Nein, stattdessen, hier wird nochmal abgedreht in Richtung Netzschwild, und da geht's nur jetzt direkt drauf. Linge sind dran an den Adapten. 2, 3 Drones sterben hier trotzdem, 4 Drones sterben hier. Es wird hier schön gefokust von Hastem. Sniped tatsächlich 7 Drones raus und rettet sogar 3 seiner Adepts. 2 davon wirklich hart angeschlagen. Und das ist ein weiterer Schlag für die Economy vom Zerg. Hastem macht hier weiter ein sehr solides Spiel, hat jetzt hier auch eine richtig solide Gateway-Army mit Immortal-Unterstützung. Sentries haben gut was an Energie, es könnte vermutlich bald eine 4. Basis hier für den Protoss geben. Währenddessen Lambo versucht immer noch sein Drone-Count aufzubessern, ist jetzt immer noch hinter Protoss. Bei Minute 7 ist das wirklich sehr, sehr schlecht momentan für den Zerg. Aber Lambo dafür taggt ziemlich krass, er sucht sich sofort einen Weg, der es für den Protoss wesentlich schwieriger macht anzugreifen, und zwar den Lurker. Denn der ist bereits auf dem Weg, die ersten Hydras kommen gerade mit zu. Momentan muss jetzt hier Lambo doch mit Ling und Baning defenden. Wenn er genügend Zeit hier kaufen kann, dass der Lurker dann fertig ist, dann kann er auch eine wesentlich solidere Defense richten. Macht es für den Zerg wesentlich einfacher, aber trotzdem, der Push ist hier schon mal da. 2 Queens werden direkt rausgenommen mit ein paar Force-Fields gesetzt. Währenddessen gibt es hier auch Beef an der Natural mit dem War Prison. Das lädt wieder aus auf dem Highground, währenddessen die Hauptarmee hier traut sich nicht so ganz durch die Force-Fields durch, weil sie das selber in der schlechten Position stehen würden. Und das War Prison macht immer noch ein bisschen Stress gerade an der Natural. Wird so langsam gefokust, aber trotzdem hat einiges in Ablenkung und Damage auch schon wieder verursacht. Aber Lambo bleibt mal weiterhin am Leben und kommt jetzt eben den Lurkern wesentlich näher. Hat Hastem die überhaupt gescoutet? Ist die Frage, hat die Hydras vermutlich gesehen, aber nicht, dass der Lurker dann direkt angedrückt wurde. Das machen nicht viele Zergs erst später. Die wollen erst eine solide Hydra-Army haben, bevor sie dann in die Lurker switchen, weil es eben sehr, sehr lange dauert und sehr viel Gas kostet. Aber ja, Lambo hier versucht einfach direkt, weil er sich sagt, das ist der Weg, mit dem ich mich in dieses Spiel zurückkämpfe. Nimmt seine eigene 4. Basis. Interessanterweise die vordere, heißt, er behält sich hier diese Basis für später nochmal auf, damit er später eine sichere Basis hat. Ist definitiv kein schlechter Gedanke. Währenddessen bei Hastem gibt es die gleiche Basis gespiegelt auf der anderen Kartenseite. Und auch hier relativ wenig Probleme. Hastem wieder mit massiv vielen Probes und baut auch wieder mal wie ein Bescheuerter. Er ist bereits hoch auf 75 Workern, hat natürlich gleich 4 Basen, aber trotzdem, Hastem hat auch beim letzten Spiel bereits massiv viele Arbeiter gebaut. Wesentlich mehr als seine Protoss-Kollegen. Ja, Lurker sind hier die ersten auf dem Weg, beziehungsweise die ersten 8 sind bereits da. Es kommen weitere mit dazu. Hydra-Upgrade kommt hier nochmal mit dazu, genauso wie Link plus 2 Attack. Link und Baning, also Nahkampfangriff für Zerg-Einheiten. Und das Warpism, ja, ist immer noch ein bisschen stressig hier. Aber es steht jetzt hier auch ein Rumble parat, aber der wird hier gefunden von der Hauptarmee. Da können die Linge nicht engagieren, ziehen sich auch sofort wieder zurück, wollen sich hier nicht mit dieser massiven Army anlegen, aber Lambo hier möchte fighten. Er zieht seine gesamte Army nach vorne, hat die Lurker mit dabei, und das kann jetzt hier sehr, sehr gefährlich werden für Hastem. Vor allem die Lurker laufen jetzt einfach die Rampe in die Natural hoch, und die sind jetzt hier bereits im Boden, und momentan hier hat Hastem überhaupt keinen guten Weg, um an die Lurker ranzukommen. Also richtig schöne Position hier gerade von Lambo an der 2. Basis, und auch in der 4. hier wurden ein paar Props genommen, währenddessen die Linge und Benninge lenken gerade ein bisschen ab, und die Lurker versuchen sich neu zu positionieren, einfach weiter hoch in die Natural hoch. Und da waren jetzt nochmal ein Templar zumindest rausgenommen. Ein paar Storms landen hier auf den Lurkern, die sind ein bisschen angekratzt. Und man sieht es einfach, diese Position ist im Protoss so schlecht. Da geht so viel Damage von den Lurkern raus. Und Lambo ergreift jetzt hier mehr und mehr die Kontrolle über die Netspiel und die Mainbase vom Protoss. Und Hastem ist jetzt hier in großen Problemen. Hat eine starke Army, aber muss eben eine gute Position finden, um gegen die Lurker zu kämpfen. Rocks sind jetzt hier down. Und die Netspiel hat schweren Schaden bereits genommen. Es sind 34 Probes gestorben.
Und Labo so langsam hier sehr dominanten Vorsprung im Supply hatte hier. Und Hassel möchte einfach fighten. Man sieht hier, die Klauen von den Lurkern fräsen sich einfach nur wie bescheuert durch die Immortals und alle anderen Protoss-Einheiten durch. Es wären Air-Units sehr, sehr hilfreich oder einfach eine gute Fight-Position. Auch ein schöner Stormy nochmal gelandet. Aber trotzdem, die Lurker leben einfach noch alle. Und es gibt hier mehr und mehr Linge und Bendinge in die Natural, in die Mainbase. Die Mainbase hält momentan noch ein bisschen durch Reinforcement Warp ins Stand, währenddessen die dritte wird von der Hauptarmee defended. Aber dennoch, Lambo hier rallyt einfach alles stumpf nach vorne. Er möchte das jetzt hier am liebsten beenden, weil er hat eine wichtige Basis rausgenommen und hat viele Probes getötet, möchte jetzt hier einfach fighten, aber fightet jetzt hier ohne Lurker. Jetzt kommen die Lurker auch mit dazu und da von Hasim kommen jetzt gute Forcefields, versucht hier nur mit den Hydras zu fighten, aber er traut sich den Fight nicht zu, sieht die Lurker in der zweiten Reihe und weiß, seine Economy ist bereits so geschädigt, dass er hier auch nicht Tech an den Start bringen kann, um die Lurker vernünftig schnell zu defenden. Ja, und der nicht gescoutete Lurker dann von Lambo war die richtige Entscheidung. Er war die Economy hinten und konnte trotzdem so hier das Match drehen. Und damit haben wir jetzt hier ein 1:1 in diesem PVZ. Heißt, wir gehen in ein drittes Match. Und bisher die beiden, es sind schöne Spiele. Also es geht viel hin und her. Die beiden überlegen sich, was sie entsprechend anrichten können. Beide sind sehr aktiv. Oder versuchen zumindest auf gewisse Stärken zu spielen und den Gegner auszuspielen. Und bisher hat das gut funktioniert für beide Seiten. Bin gespannt, wer sich die Serie am Ende holen kann. Das sehen wir im nächsten Game. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.